Es geht wieder um das Kraftgrößenverfahren zum Lösen einfachstatisch unbestimmter Systeme. Als erstes haben wir hier unser reales oder in der Realität vorkommendes statisches System. Jetzt müssen wir das reduzieren auf ein statisches System, das bestimmt ist, beziehungsweise so abändern, dass wir ein statisches System erhalten. Dafür entfernen wir ein Auflager, in unserem Falle das Auflager B, und ersetzen es durch eine Kraft von der Größe 1. So, wenn wir das gemacht haben, können wir zwei Momentenverläufe angeben. Als erstes den Momentenverlauf für die äußere Belastung, das heißt die Belastung durch die 3 kN. Die können wir hier auch nochmal einzeichnen. Das sind die 3 kN und die daraus resultierende Belastung. Jetzt haben wir, wenn wir eine Kraft hier angreifen haben, folgende Punkte, die wir uns überlegen müssen. Und zwar, wie ist die Auflagerkraft A0, wie ist die Auflagerkraft C0 und wie ist das maximale Moment M0 Max. So, als erstes die Auflagerkraft A0 setzt sich zusammen aus den 3 kN mal, das sind von hier, von der Kraft bis zum Auflager sind es 7,5 Meter. Und von hier bis zum Auflager sind es 1,5 Meter. So dass wir jetzt dann anteilig das Auflager A hier an dieser Stelle bekommt mehr Kraft ab, beziehungsweise AV ist größer als CV. Dann haben wir 7,5 durch die Gesamtlänge, das heißt, wir haben 2,5 kN. C0 ergibt uns 3 mal 1,5 durch 9, das sind 0,5 kN. Man hätte auch hier einfach 3 minus 2,5 rechnen können und hätten die 0,5 erhalten. So, jetzt ist unser maximales Moment 2,5 mal 1,5. Die 2,5 durch die Auflagerkraft, wenn man an dieser Stelle einen Schnitt machen würde und das Moment bilden würde, dann hätte man den Hebelarm von 1,5 und die Auflagerkraft AV oder A0V, die dann dort wirken würde, und das ergibt dann 3,75 kN Meter. So, und der Momentenverlauf sieht wie folgt aus: extrem hier hoch, da abfallend, und an dieser Stelle hätten wir 3,75 kN Meter. So, dann an der Stelle, wo die Kraft angreift bzw. das Auflager ist, haben wir dank Strahlensatz ausrechenbar noch 2,0 kN Meter. Das Ganze ist positiv. Ja, damit wäre eigentlich schon alles erledigt. Den M0-Verlauf. Jetzt haben wir in diesem Bereich eine Kraft, die nach oben drückt. Jetzt müssen wir uns auch wieder überlegen, wie sieht A1 aus, weil das der Momentenverlauf 1 ist. Wie sieht A1 aus? Das heißt, A1 ist, A wäre ja hier, C wieder hier. A1 muss in die Richtung wirken und C1 in diese Richtung. Da die weiter weg ist, bekommt die nur
Ja, bekommt sie weniger ab als C von der Kraft 1 und wir haben hier genau 5 Meter und 4 Meter, sodass dann A1 gleich minus, weil sie nach unten gerichtet ist, minus 4 Neuntel ist und C1 minus 5 Neuntel, also etwas größer als A1. So, jetzt brauchen wir M1 Max. Das wäre an dieser Stelle. Den Momentenverlauf negativ zeichne ich jetzt nach unten hin an, sonst kein Platz ist. Ist aber definitiv negativ. Und an dieser Stelle sieht das Moment wie folgt aus. Wir haben minus 5 Neuntel für C, wenn man da schneidet, mal 4 Meter. Das ergibt minus 20 Neuntel. Und jetzt überlegen wir uns noch, wie sieht das Moment an dieser Stelle aus, damit wir später damit rechnen können. Und das wäre minus 2 Drittel. Auch wieder mit Strahlensatz ausrechenbar. So, nun können wir auch schon anfangen mit diesen Eingabewerten, uns zu überlegen, wie sieht denn B aus? In unserem Falle ist nämlich x1 gleich b. x1 bekommen wir aus folgender Gleichung, und zwar x1 mal Delta 1,1 plus Delta 1,0 soll gleich 0 sein. Daraus folgt dann für uns, x1 ist gleich Delta 1,0 durch Delta 1,1, aber minus. So, jetzt können wir auch schon anfangen. Und zwar e mal i mal Delta 1,0 ist gleich dem Integral von a bis c von m0 mal m1 ds. Gleich. Da gehen wir wieder in eine Tabelle rein, und zwar finden wir dann zwei verschiedene Dreiecke, die wir miteinander überlagern. Dafür bekommen wir folgendes Ergebnis, und zwar ein Sechstel m0 mal m1 mal Klammer auf 2 minus e Quadrat durch b mal a1. Dann noch das mal der Gesamtlänge. So, bei uns stellt sich das wie folgt dar, und zwar e wäre der Abstand von dem einen maximalen Moment bis zum anderen maximalen Moment. B und a1 sind jeweils die längeren Seiten von der Höhe bis zum Auflager, das heißt einmal 5 Meter und einmal 7,5 Meter. Und die Abstände der beiden maximalen Momentspitzen oder der Momentspitzen voneinander sind 3,5 Meter, sodass wir dann einsetzen können, ein Sechstel mal jetzt das M0 Max, 3,75 mal minus 20 Neuntel, das M1 Max, mal Klammer auf 2 minus, E war 3,5 Quadrat durch 5 mal 7,5 Klammer zu mal 9 der Länge, L die Länge gesamt. So. Daraus wird dann EI mal Delta 1,0 ist gleich. Ausgerechnet sind das dann minus 20,92 Kilonewton Kubikmeter. Jetzt wundern sich viele bestimmt, warum das Kubikmeter ist. Das kürzt sich gleich raus in diesem Schritt, wenn wir hier teilen. Dann kürzt sich das wiederum raus. So, EI mal Delta 1,1 ist gleich. Jetzt haben wir einen kleinen Sonderfall, und zwar haben wir das Integral von a bis b
Man sieht das ja hier, man teilt die Flächen einfach auf in diese Fläche, die man überlagert, und zwar von A bis Punkt B, und in diese Fläche, also in zwei Dreiecke. Dadurch haben wir dann auch M1 Quadrat, ds plus dem Integral von B bis C, M1 Quadrat ds. Das ergibt uns dann für das erste aus dem Tabellenbuch ein Drittel als Vorfaktor, M1 eingesetzt, M1 sind minus 20 Neuntel zum Quadrat mal der Länge, das wäre bei uns 5 Meter, plus ein Drittel mal minus 20 Neuntel zum Quadrat mal 4 Meter. Die minus 20 Neuntel lassen sich hier wiederfinden, da die sind M1 bzw. M1 Max. So. Das ausgerechnet gibt uns 14,81 Kubikmeter, das dann in die Gleichung hier oben eingesetzt, x1 ist gleich minus, Bruchstrich, minus 20,92 durch 14,81. Das finden wir hier. Und die 14,81 finden wir hier. Das gibt uns dann 1,41 Kilonewton. Da wir gesagt haben, dass das gilt, können wir schreiben, ist gleich B. So, da wir x1 jetzt berechnet haben, können wir uns die ganzen Auflager berechnen. Und zwar haben wir a soll gleich sein a0 plus x1 mal a1. Jetzt holen wir uns von oben die Werte. Und zwar haben wir a0 2,5 und a1 sind minus 4 Neuntel. Das heißt 2,5 plus 1,41 mal minus 4 Neuntel. Das ergibt 1,873 Kilonewton. B, um das jetzt nochmal zu kontrollieren, ist B0 plus x1 mal B1. B0 war 0, weil wir da ja keine Auflage hatten. Man sieht das hier, wir gehen wieder zu unserem M0-Bild. Wir haben hier kein Auflager B, dadurch ist B an der Stelle 0. So, also 0 plus 1,41 mal 1. An der Stelle B herrschte die Kraft 1, das war unsere eingeführte Last 1. Das heißt, das ergibt dann 1,41 Kilonewton, C ist gleich C1 plus X1 mal C1. C1 haben wir uns ausgerechnet, und zwar C0, Entschuldigung, 0,5. C1 sind minus 5 Neuntel. Das muss eine 0 sein. So, also 0,5 plus 1,41 mal minus 5 Neuntel ergibt dann minus 0,283 Kilonewton. Jetzt rechnen wir uns noch das Moment an der Stelle oder am Auflager B aus. Das ist dann M0 an der Stelle B oder M0. Ja, M0 an der Stelle B plus X1 mal M1 an der Stelle B.
Da gehen wir wieder hoch in die Zeichnung und haben hier an der Stelle B 2 Kilonewtonmeter und hier an der Stelle haben wir minus 20 Neuntel. Das hatte ich eben nicht eingezeichnet. Das heißt, dass wir da haben 2,0 plus 1,41 mal minus 20 Neuntel. Das ergibt minus 1,13 Kilonewtonmeter. M, nehmen wir es mal Feld Max, also im Feld AB Max ist gleich M0 Feld plus X1 mal M1 im Feld an der Stelle Maximum. Das ist dann gleich, gehen wir hoch. Und zwar ist unter der Last immer das maximale Feldmoment unter einer Einzellast. Das heißt, wir haben hier einmal 3,75 und hier minus 2 Drittel. ,75 plus 1,41 mal minus 2 Drittel. Das ergibt dann 2,81 Kilonewtonmeter. Jetzt können wir auch den Querkraftverlauf und den Momentenverlauf zeichnen. Als erstes den Querkraftverlauf. Wir haben an dieser Stelle das Auflager. Das drückt, also Querkraft. Das Auflager, das drückt die Kraft hier hoch, dann kommt die Kraft von 3, das drückt es dann runter, dann haben wir das Laufen ein Stück bis zum Auflager B, da wird es wieder hochgedrückt und bis hinten durch, nicht ganz maßstabsgetreu, aber so sieht es aus. Minus. Plus, und zwar hier haben wir dann an dieser Stelle 1,87. Dann hier unten haben wir an dieser Stelle minus 1,13. Hier haben wir ein plus 0,28. Der Momentenverlauf, den zeichnen wir daneben. So. Dass wir dann hier einen solchen Verlauf haben. Hier ist das Auflager B. Entschuldigung. Hier ist das Auflager B. Hier ist A und da ist C. Am Auflager B haben wir minus 1,13. Hier unten haben wir plus 2,81, sodass wir sagen können, wie der Momentenverlauf ist. Ist jetzt qualitativ gezeichnet. Oh, Entschuldigung. Kleiner Rundungsfehler. Es sollten 1,14 Kilonewtonmeter sein. Dann muss das hier natürlich auch eine 4 sein. Aber im Prinzip war es das schon.